Der 4. März 1933 stellte eine Zäsur in der Geschichte der Ersten Republik dar. Damit nämlich, dass das Parlament hier ausgeschaltet wurde. Es folgte eine autoritäre Diktatur, der sogenannte Austrofaschismus, und der Glaube an die Demokratie und auch an die Parteien, der ist damals verschwunden. Mittlerweile sind wir im Jahr 2020 angelangt in der Zweiten Republik. Das Bild hat sich Gott sei Dank völlig gewandelt. Die Demokratie ist unbestritten die beste Staatsform in unserer Republik. Und man möchte an die Ereignisse des 4. März 1933 gedenken. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat hier zu einer Podiumsdiskussion auch geladen. Es wird auch die Rolle der Medien hier ganz genau beleuchtet. Und dabei sind unser Chefredakteur, nämlich Richard Schmidt, Gerald Heidegger von ORF Online und auch Lisa Stadler vom Standard.